Liebe Brüder und Schwestern, liebe Piratinnen und Piraten, liebe bekehrenswerte Ungläubige. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Wir bekennen uns dazu. Ein Kirchentag dient zuerst der Mission. Und wir sind hier, um zu missionieren. Um euch zu missionieren. Nun wollten wir das eigentlich auf althergebrachte Weise machen. Wir haben uns extra um eine Sondergenehmigung beim Ordnungsamt der Stadt bemüht. Leider muss ich sagen, konnten die unserem Vorschlag nicht folgen. Wir hatten eigentlich vor, dort oben den Saal zu verschließen und dann mit einem Scharfrichter von Mann zu gehen und euch jeden Einzelnen einfach zu fragen, was er denn so möchte. Entweder an uns zu glauben oder dran zu glauben. Ich verstehe es nicht, wie in so einem religionsfreundlichen Staat und einer so religionsfreundlichen Stadt wie uns unsere alte Tradition abgelehnt werden konnte. Wir mussten uns was Neues einfallen lassen und was haben wir uns gedacht? Wir haben uns gedacht, Religiöse sind wie Kinder. Kindern liest man etwas vor und so lese ich dann auch etwas vor und hoffe, damit Begeisterungsstürme auszulösen und den einen oder den anderen dazu zu bewegen, heute zu unserer Religion zu konvertieren. Wissenschaftlicher Weltanschauung und die Religion ist das Mittel dazu. Wer dieses Ziel mit uns zwar ernsthaft, aber trotz Biervulkan doch nicht bierernst verfolgen möchte, ist als Mitglied oder auch zum Mitfeiern herzlich willkommen. Möglichkeiten gibt es dazu über die hinten angefügten Links. In seiner unendlichen Weisheit, dieses Vorwort stammt von unserem Propheten Bobby Henderson, hat diese uns aber nicht verraten, wo diese Übertreibungen, diese Lügen versteckt sind. Als einzige logische Konsequenz bleibt uns an allem zu zweifeln. Monster möge es verhüten, sogar selbst an ihm. Und deshalb, aus diesem Grund, aus diesem uns hier vermittelten Prinzip des wissenschaftlichen Zweifelns heraus, kann jeder, der uns beitritt, davon ausgehen, er gehört dann der einzig wissenschaftlichen Religion weltweit an. Ich denke, das war eigentlich schon ganz schön viel, um unsere Religion vorzustellen und zu zeigen, was jeden erwartet, der bei uns mitmacht. Aber zu jeder guten Religion gehören auch ein paar Versprechungen. So verspreche ich euch denn, im Jenseits erwarten euch unendliche Freuden, einmal am Biervulkan und ein zweites Mal in der Stripperfabrik. Nun ist es nicht so, dass in der Stripperfabrik vielleicht nur Männer hergestellt werden. Nein, keinesfalls. Jeder bekommt dort genau den Partner, den er wünscht. Und außerdem noch die Garantie dafür des unendlichen Datenschutzes, denn alle anderen sehen diese Partner, die er sich wünscht, nicht, sondern nur er selbst. Und auch am Biervulkan gibt es nicht etwa nur Bier, sondern der hat diese Eigenschaft, dass jeder ernsthaft Gläubige dort das Getränk seiner Wahl bekommt und unendlich ein Leben lang verwöhnt wird. Und um jetzt noch eins draufzusetzen, um noch etwas in den Topf zu tun, denn manche Leute brauchen ja unbedingt Wunder, um überzeugt zu werden, werden wir jetzt zur Lobpreisung unserer Reliquien kommen. Elli Spirelli hatte die letzte Messe. Sie übergibt deshalb jetzt an mich unsere heiligen Reliquien. So, da hätten wir zuerst diese wunderschöne Piratenflagge, die bei unserer ersten Messe hoch am Maste fröhlich flatterte und als wir gerade so gut beisammen waren, da erschien es uns, berührte sie mit seinen Anhängseln und natürlich haben wir gesagt, dieses Wunder ist ein großes Wunder, wir sprechen dich heilig und o Wunder, wir preisen dich. Amen. Amen. Das zweite Wunder.
Nach unserer ersten Veranstaltung fanden wir am Morgen das Gras sehr eingedrückt und dort lag diese Flasche Beck's Lemon. Vielleicht schmeckte es ihm, vielleicht auch nicht. Da lag noch ein nudeliges Anhängsel, was ihr hier seht. Also eindeutig, es hat dort verweilt. Und dieses Zahnreinigungsinstrument, was nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen besagt, dass es uns damit sagen wollte, putzt euch regelmäßig die Zähne mit Zahnpasta. Also es ist ein wunderbares Wunder und auch dieses Wunder preisen wir. O Wunder, wir preisen dich. Amen. Aber jetzt wird es euch von den Socken hauen. Das ist eine Buddel Rum, die wir Piraten gern mal trinken. Sie ist verschlossen. Sie wurde auf einer Nudelmesse von einem unserer Brüder mitgebracht zum Verzehr. Als die Nudelmesse zu Ende war, war sie noch zu. Lass mich. Also ich bin überwältigt von dieser Teilnahme. Trotzdem noch einmal mein Aufruf. Holt das Letzte aus euch raus. Wenigstens einer muss jetzt noch ein Jahr holen. Ein Spaghetti. Diese Spaghetti sind, wenn wir unter uns sind, so lang. Sie werden gehalten und man muss sie einschlürfen. Da wir wussten, heute sind keine Profis dabei, haben wir kurze Spaghetti genommen. Und da wir damit gerechnet haben, also vielleicht so 10 bis 20 Mann werden heute beitreten, haben wir in etwa in dieser Anzahl Spaghetti gekocht. Der Rastafari-Gruß haben die meisten schon gesehen. Also wir bilden unser Monster nach. Genau. Wunderbar. Das ist wirklich alles gut. Ich hätte lange Spaghetti bringen sollen. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Ich glaube an das fliegende Spaghetti-Monster. Die Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Die Mutter, der niemals die Energie ausgeht. Die Gebärende des fairen klingenden Himmels und der evolutionsfreien Erde. Die Gebärende des fairen klingenden Himmels und der evolutionsfreien Erde. Ich glaube an Bobby Henderson, seinen Propheten. Ich glaube an Bobby Henderson, seinen Propheten. Empfangen durch das World Wide Web. Empfangen durch das World Wide Web. Geboren von seiner lieben Mama. Geboren von seiner lieben Mama. Gelitten unter Kreationisten. Gelitten unter Kreationisten. Genervt, gelangweilt und veralbert. Genervt, gelangweilt und veralbert. Hinabgestiegen in das Reich des Fundamentalismus. Hinabgestiegen in das Reich des Fundamentalismus. Am dritten Tage aufgestanden zwischen Deppen. Am dritten Tage aufgestanden zwischen Deppen. Seine Website angegangen. Seine Website angegangen. Sitzend vor seinem Laptop, dem Allzeit Flatline. Sitzend vor seinem Laptop, dem Allzeit Flatline. Von dort wird er kommen, zu parodieren die Dummen und Drögen. Von dort wird er kommen, zu parodieren die Dummen und Drögen. Ich glaube an das World Wide Web mit dem heiligen Pastafaritum. Ich glaube an das World Wide Web mit dem heiligen Pastafaritum. Gemeinschaft der Pastafari und ihres Monsters. Gemeinschaft der Pastafari und ihres Monsters. Vergebung der Torheit. Vergebung der Torheit. An den Biervulkan. An den Biervulkan. Und an die Stripperfabrik. Und an die Stripperfabrik. Amen. Wir, die Kirchenfliegen Spaghetti Monster, sind ein eingetragener Verein. Seit
nach mehrjährigem Rechtsstreit auch seit April diesen Jahres als gemeinnützig anerkannte Körperschaft, und zwar zur Förderung religiöser Zwecke. Und weil dieser Schritt ja noch etwas schwieriger ist, als nur Pastafari zu werden, direkt einem Verein beizutreten, und weil wir natürlich nicht in der Lage sind, jeden Bewerber zu prüfen, ob der wirklich für uns geeignet ist, überlassen wir diese Prüfung unserem Monster. Dennis ist extra aus Frankfurt angereist, um heute öffentlich Mitglied unseres Vereins zu werden. Normalerweise nehmen wir unsere Langspaghetti dazu. Besteht darin, auf dieses Spaghetti, bitte nimm, Penne aufzufädeln und damit dann unser Monster zu grüßen. Hält das Spaghetti, wird er aufgenommen. Hält es nicht, kriegt er das nächste Spaghetti. Wann ist die nächste Veranstaltung? Oh, das sieht gut aus. Jetzt beiden Händen halten und damit grüßen. Oben erscheint unser Monster. Oh, welch Wunder. Und das Spaghetti hält. Ja. Wir haben ein neues Mitglied im Verein und deshalb gibt es jetzt auch noch eine Taufe.